Hey, was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush für die Vegetina zurück bei Let's Play Crash Bandicoot 4. It's about time. Okay. Nachdem wir wenigstens bei übertrieben, wenn auch mit viel Anstrengungen erfolgreich hinter uns gelassen haben, invertiert, wollen wir mal gucken, ob das selber auch beim Invertiert-Variante zum Brückenbau schaffen können. Aber, oh Mann, ich kann mich entsinnen, da wimmelt es nur so von elektrischen Fallen bis zum geht nicht mehr, wobei man, wenn man einmal nicht im richtigen Moment springt, sofort gebritzelt wird wie sonst was. Hier muss das Timing absolut perfekt stimmen. Sonst wird das nix. Oh je. Da wird schon wieder ein bisschen Schiss. Und dann noch einmal die Bärenpassage. Die Eisbärenpassage. Ich muss meine Jacke im Bermuda-Viereck verloren haben. Oh je. Ja, komm, dir wird bestimmt wieder warm, wenn du hier ein bisschen rumrennst und Gegner platt machst. Und Kisten sammelst. So. Muss ich gerade überlegen. Ich muss ja irgendwas verpasst haben. Jetzt heißt es hier wieder genau gucken. Ah, da oben ist ja auch noch eine. Okay, die erreiche ich aber nur so. Stimmt, so. Bloß aufpassen, dass ich nichts verpasse. Dieses Mal. Sehr schön. Alles erwischt. Alle Wumperfrüchte damit bekommen. Könnte man auch sich in eine Challenge stellen, wo man alle Wumperfrüchte auch noch versucht zu bekommen. Glücklicherweise. Oh je, ich hab's, glaube ich, jetzt verschrien. Oder wahrscheinlich wird diese Challenge jetzt auch als 100% Challenge dazukommen. Oh je, oh je, oh je. Also wenn Toys for Bob oder irgendwer, der an den Spielen gearbeitet hat, das jetzt gesehen hat und sich denkt, das ist jetzt eine gute Herausforderung. Was zum Fick? Ja, dann bin ich einer von denen, die das verschrien hat. Also könnt ihr euch dann bei mir bedanken. Da könnte ich eh von der Ferne so gut erwischen. So kann ich in aller Ruhe rüberkommen. Achso, da oben war auch noch eine. Ah, shit. Na komm. Sag mir jetzt nicht, dass ich nicht mehr da rankomme. Als ob. Ach komm, das muss doch irgendwie mit den... Das muss doch möglich sein. Erzähl mir nichts vom Pferd. Du bist doch... Ah. So fassen! Ne? Erstmal das hier holen. Okay. Nein! Ah. Kann ich mich nur sprengen. Gott nochmal. Jetzt läuft es wieder beschissen, direkt am Anfang. Versuche erstmal den hier zu kriegen. Na komm. So, jetzt aber. Geht doch. Na also. So will ich das hier sehen und nicht anders. Warum? Tja, so viel zu den ganzen Wumperfrüchten. Die sind jetzt dahin. Na komm, das geht sie doch aus, Mädel. Ach, sag mir nicht, dass du ihn nicht erreichen kannst hier. Mmh.
Da war ich wieder zu übermütig. Ach komm, jetzt zielt doch anständig. So, dass er sich mal verpisst. Oh mein Gott, das war knapp. Ach. So. So will ich das sehen hier. Und nicht anders. Hier könnte man auch ganz gemein was verstecken, aber das tut man ja zum Glück nicht. Ich hoffe, dass davor nichts war. Ich schwöre, das ist gerade das Beschissenste. Ich kann auch wirklich nicht zurückblicken hier. Oje. Oje, Mini. Ich wünsche mir als nächstes eine Strandwelt mit Sonne, Sand, Schirmchen, Drinks. Oje. Wärm dich doch auf jetzt hier ein bisschen. Hier. Der Grund ist doch noch was, oder? Oder nicht? Ich überleg mir gerade. Also ich kann hier beim besten Willen nichts mehr feststellen. Ich hoffe, die 39 beziehungsweise 40 Kisten hier waren alle bis zum Checkpoint hier, die es gibt. Also noch mehr übertreiben kann man es halt nicht mit den Elektrofallen. Ach, na gut, dann halt nicht. Schade. Ah! Das war etwas zu früh. Ja, super. Das ist schon wieder schief gegangen. Wie werde ich da wieder zurückgeschleudert hier? Oh! Uff! Vorsicht! Man kann es echt mit den ganzen Elektrofahren echt ganz schön übertreiben, wenn man will. So, Hauptsache diese Wumperkiste habe ich. Ah, wieder zu früh erst. Es ist einfach nur schwer, das hinzubekommen. Na, wenigstens bekomme ich wieder ein Akku. Halt, Moment. Ich wollte gerade sagen, ist da irgendeine spezielle Plattform? Lassen wir das. So. Oh Mann. Shit. Das war jetzt krass hier. Ich hoffe, hier war sonst nichts. Sonst gar nichts, weil es sind nur wenig Kisten dazwischen gekommen. So. Hier war wirklich sonst keine Kiste. Ich schwöre. Ich würde jetzt so durchdrehen, wenn dem so wäre. Wenn es noch irgendwas fehlen würde. Oh, das hat mir so gefehlt.
Ui, was war jetzt noch mal hier das Rätsellösung? Da bin ich jedenfalls. Oh mein Gott. Also übertreiben kann man es halt mit diesen... Oh Mann. So, dann wieder da zurück. So, sehr schön. Ich frage mich, ob ich die auch jetzt noch vorher berühren müsste hier. Habe ich das jetzt nicht? Nee. So, die habe ich jetzt berührt. Sehr schön. Wenn nicht, dass die dann ausgelassen werden mit dem Nitro-Schalter am Ende. Das wär's noch. Oh nein. Oh je! Nein! Ah, shit! Warum? Jetzt fing das noch so gut an und am Ende muss es wieder scheiße laufen. Vielleicht versuche ich zuerst mal hier nach drüben und dann erst zurück und dann erst wieder zurückgehen. Shit! Nein! Und schon wieder komme ich da nicht hin. Aber es ist möglich, das zu bewerkstelligen. Okay. Okay, okay, okay. Und jetzt da nach oben wieder. So. Oh, oh, Moment, Moment. Es geht ja ein Feuer auf hier. Also aufpassen. Immer hin und her. Sehr schön. So, berührt. Sehr schön. So, jetzt bloß nur noch durchkommen hier. Uff. Sehr schön. Okay, ich hoffe, das waren alle. So, jetzt wird es wieder Zeit für diese verdammte Bärenpassage. Wofür ich jetzt schon Schiss habe. Ich hoffe wirklich, dass ich mit Torna alle Kisten erwischt habe. Aber ich werde es dann eh sehen. Und schon fängt das wieder gut an hier. Es ist einfach nur krass krank hier, das Ganze. Oh je! Yeah. Und schon kann der Death Counter wieder auf über 100 gehen, ich wette drauf. Dass es wieder der Fall sein wird. Es ist einfach partout nicht schaffe, hier alles zu kriegen! Euer fucking Ernst jetzt?
Ich meine, es war auch kein Juwelenpfad, den ich jetzt bestreiten musste. Also müsste sich hier alle restlichen Kisten da befinden. Oh Mann, ey. Warum schaffe ich es beim einfachsten Passage nicht alles zu kriegen? Warum verfehle ich da jedes Mal eine? Nein, schon wieder. Weil er so blöd rumsteuert bei der Kurve. Es ist einfach nur. So ein Blödsinn. So ein beschissener. Mann. Und jetzt hier noch beim Sprung. Jawohl. Und das und dies und das und alles. Hier alles. Gott. Das kann wieder was werden. So ein Bullshit, ey. Come on. Meine Fresse. Na komm schon, ihr seht ja, was da abgeht. Wie soll das gehen? Ich hasse es, wenn ich da nicht in einem perfekten Winkel drin bin, wo alle vier Kisten erwischt werden, wo jedes Mal eine verfickte übrig bleiben muss. Ich hasse das. So, ich hab sie. Auch hier hoffentlich. Ja. Konzentrieren, konzentrieren. Nein, da war wieder eine. Die habe ich aber erst zu spät gesehen. Mann! So ein Bullshit! Ach komm jetzt! Hör auf, Flächen zu verpassen! So ein Bullshit! Ich hasse diese. Ich hasse das ohne Ende, dass ich das noch zweimal machen muss, diesen Scheiß! Ich könnte kotzen! Stipp doch bitte gleich sofort! Zweimal hintereinander muss ich das noch machen. Ist es doch wirklich euer verfickter Ernst, oder was? Warum? Warum passiert mir das jetzt die ganze Zeit hier? An genau diese bei diesem Viererturm hier. Oh Mann, das sollte eigentlich immer passieren. Nein, schon wieder. Ich könnte kotzen. Ich hasse das. Ich hasse das ohne Ende. Oh shit, nein! Und jetzt reiche ich noch nicht mal denen, die in der Luft. Aber was für eine Hitrate ist das? Teilweise. Oh Mann. Okay. Ja, die sind auch wirklich sehr spät erst. Oh Mann, bitte jetzt ein Checkpoint, das wäre so geil. Jetzt bloß nichts verpassen oder sterben hier. Habe ich alle? Ich habe es nicht gesehen. Wegen dieser Comic-Bilder hier. Nein!
Nein! Nein, weg da! Ich hab an nicht! Scheiße! Boah, wenn das noch bis zum Ende gut gegangen wäre, dann hätte ich jetzt wenigstens den Checkpoint. Dann hätte ich das endlich mal früher beendet hier, den Scheiß. Wow, schon wieder beinahe. Super, jetzt mache ich auch den Fehler, da noch vorher zu springen, wenn das nichts bringt. Da sollte ich Tempo anlegen. Oh Mann, habe ich alle... Ich... Kann sowieso noch mal probieren. Das ist so ein Scheiß hier. Wer hat sich das bitte schön ausgedacht? Der gehört auf der Stelle gestraft, weil das ist doch wirklich mehr als nur übertrieben. Und come on, warum war das so angenehm in der Ensign Trilogy oder generell in den ersten Crash-Teil und jetzt hier ist es so beschissen. Ich verstehe das nicht. Ich weiß, dass Toys for Bob es gut meint. Sie sind gute Crash-Entwickler. Das kann man nicht verleugnen. Sie sind das Beste, was man für Crash aktuell bekommt als Entwickler. Im Vergleich zu Naughty Dog. Aber trotzdem! Das kann doch nicht deren Scheiß Ernst sein! Die haben schließlich die Ensign Trilogy entwickelt. Die wissen, wie das ist mit den 100%, wie schon schwer genug es mit den 100% war. Warum wollten sie das doch beschissener machen? Warum wollten sie es noch schwieriger machen, als es eh schon war? Wieso dachten sie, das wäre eine gute Idee? Warum haben sie das gemacht? Ich hoffe, sehr viel Crash 5 macht sie nicht doch denselben Scheiß! Bin ich sogar noch schlimmer. Weil, wirklich, das Spiel ist im Großen und Ganzen schon geil, aber diese blöd... 100% Schädel, geht mir so richtig auf den Keks! Oh, Mann! Yeah.
Halleluja! Ja, es verborgen haben wir jetzt nicht, aber scheiß drauf, das Kistenlevel ist aktuell wirklich wichtiger. Verborgene kann ich ja nachgucken. Fuck. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll, also... What the fuck, der... sich wirklich... Ich weiß echt nicht, was ich Toys for Papa ist, sowas denkt. Aber eins weiß ich, wir haben jetzt die Eiswelt auch invertiert jetzt hinter uns. Und immerhin bei übertriebenem Brückenbau haben wir es schon mal geschafft, alles invertiert zu bekommen. Schau mal, was Crash jetzt wieder fein ist. Oh, jetzt hat er Fake Crash. Wir können ja nicht alle Skins auf einmal ausprobieren, aber vielleicht könnte ich die mal demnächst ins Thumbnail packen. Während der 100%, ja, während der Nachholen von allen anderen. Könnte ich so machen. Tja, vor unserer Zeit. Da habe ich auch nicht alle Kisten geschafft. Höchstens beim fossilen Antrieb. Und beim Dinosport vor allem, da fehlt mir. Da fehlen mir sogar die Wumper-Juwelen. Ich frage mich echt, ob ich da irgendwo einen Bonus verpasst habe. Na gut, im nächsten Part. Machen wir also wieder weiter mit der prähistorischen Welt. Und wem er geht, wenn es zu gefallen wusste, ist bestimmt ist, Daumen nach oben. Kommentar nicht vergessen. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Yo, Crash, wollt ihr jetzt hinein? Bis nächsten Part und Let's Play Crash Bandicoot 4. It's about time. Also, wir sehen uns, Leute.